Hallo liebe Monkey Gang, willkommen zu einem neuen Vlog auf diesem Kanal. Diese Woche begleiten wir Darko bei seiner Vorbereitung für seinen nächsten Kampf gegen einen Ex-UFC-Fighter. Danach schauen wir unsere eigene Amateurveranstaltung an, erzählen euch ein bisschen was. Wir haben ganz viele Thai-Box-Fights und am Schluss schauen wir zusammen Darkos Kampf gegen Marco Beltran an. Viel Spaß! Dreieinhalb Wochen bis zum Kampf. Und ich habe einen Gegnerwechsel gehabt. So, jetzt habe ich einen Ex-UFC-Kämpfer, was natürlich noch geiler ist. Sechs Fights in der UFC. Chito Vera besiegt man, der Typ. In Figueroa gekämpft und der ist auch gut gerankt. Ich glaube, in Lateinamerika ist er Platz 4. In Mexiko ist er Platz 3. Also den muss ich besiegen. Top 10 radar, yeah, we on your radar. Never miss, dog, and that's on occasion. Yeah, 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 we on your radar. Yeah, 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 we on your look, top floor, lifestyle, chef and boy, I'm cooking up. Way too high, ain't coming down, you see me if you looking up. I don't really talk too much, so I'm running numbers. Wir haben uns angepasst an einen anderen Gegner. Der ist ziemlich groß. Die meisten sind größer als ich, so wie die meisten schießen. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt halt den Gameplan komplett ändern. Und der Typ ist halt extrem erfahren. Der hat 27 Fights. Wir nennen ihn Dirty Diva. Der ist ein Sportsmann, aber er kämpft dreckig, Alter. Gewicht, das haben wir 3,5 Wochen, knapp noch 8, 9 Kilo. 10, so etwas runter zu gehen. Ja, und dann ist eh schon Weihnachten. Da schieße ich eh wieder hoch. Mit Ballon. Also Marco Beltran ist in einer 5-Fight-Win-Streak. Er hat sehr harte Gegner gehabt. Vor allem aber ist er ein UFC-Veteran, hat 6-mal in die UFC gekämpft, 3-mal gewonnen, 3-mal verloren. Er ist sehr gefährlich im Stand. Also besonders aus der langen Kickdistanz, aus der langen Boxdistanz, weil er halt sehr lange Gliedmaßen hat. Wie bereitet man sich vor auf so einen Typen? Also das ganz Wichtige an der ganzen Geschichte ist, dass man seine Hausübungen macht. Hausübungen in dem Sinne, dass man ganz einfach sich die Fights anschaut, das Ganze auswertet und einen Weg findet, seine Schwachstellen zu attackieren und ihn dann darin zu besiegen. Aber ich bin eigentlich urfroh, so gegen den zu kämpfen. Wann kriegst du die Gelegenheit, gegen den Mexikaner zu kämpfen, Alter? Weißt du, und dann noch ein Ex-UFC-Fighter. Ja, jetzt habe ich ein Team, jetzt habe ich ein Gym, jetzt sind wir alle da. Jetzt freue ich mich richtig auf den Kampf. Wie können wir ihn besiegen? Darko ist sehr, sehr selbstbewusst in seinem Ringen, in seinem Grappling. Ich sag das mal so, wenn Darko immer auf seine Kicks antwortet, im Sinne von, er hat immer einen Gegenangriff parat, nachdem der Gegner gekickt hat, werden wir das Ding mit nach Hause holen. Ich würde sagen, die Vorbereitung ist ähnlich wie die letzten 2 bis 3 Fights. Es ist gleich hart, nur noch eine Spur spezifischer. Das heißt, wir wissen einfach, auf wen wir uns einlassen, wie der Kampf im Idealfall ausgehen wird und dementsprechend bereiten wir uns vor. Ich habe mir immer alles so selber vorgestellt, okay, hey, ich will zu den Besten gehören, ich will das da machen, da muss ich den besiegen, jetzt muss ich da kämpfen. Und auf einmal passiert alles, auf einmal dieser Gegner verletzt sich und du kriegst noch einen noch besseren Gegner, einen Ex-UFC-Fighter, weißt, einen guten, gut gerankt noch dazu. Und dann sehe ich denke mir immer so, wenn du so sehr willst, weißt du, ändern sich die Sachen, es musste so passieren, weißt. Und deswegen weiß ich auch, dass ich den Typen besiegen werde. Tell them that you finna make it, but they doubt it. But you rose like the flower. Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know, but I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I just know that I'ma get it. Ladies and gentlemen! Herzlich willkommen zur dritten Rookie Regrets, I do
too much. It ain't me if you saying I stunt. He calling the plays and I do what he want. This ain't a front, glory to G-O-D. It's what you could do with a mustard seed. It's what you could do when you start to believe. Take fear and you cast it inside of the sea. 100% out of me, cause he gave it all on the tee when he let it bleed. So what is you saying to me? You just insecure about the love that turned me to a beast. I take a step and I ain't turning back. He made me first cause I know that I'm last. I ain't got time for no thing in the past. Learn from it first and then I react. Hands off me, don't hold me. Schaut, liebe Monkey Gang, ich habe einen Darko-Ersatz für euch. Darko ist nicht da, Darko ist nutzlos, deswegen ist Chris. Chris ist einer unserer Thai-Box-Trainer, einer unserer Kämpfer, der stärkste Rezeptionist auf der Welt wahrscheinlich, kann man ziemlich sicher sagen. Und der Chris wird mit mir jetzt über die letzte Rookie Rumble reden. Rookie Rumble ist unsere Amateurveranstaltung im Haus, wo, glaube ich, in diesem Jahr über 10 Leute den ersten Kampf gemacht haben. So, ja. Kiki! Batinic! Ich glaube, das liegt nicht auf der Tür. Egal. 84 Kilo, reines Dynamit. Ja. Ich meine, wenn ich eine Veranstaltung mache, kann ich sofort Champion sein, oder? Kämpf gegen Samu einfach, ja. Passt schon. Ich würde es so zerreißen. Title Fight. Welcher Kampf hat dir am meisten gefallen? Am meisten gefallen? Boah. Nikola, würde ich sagen. Schaust nicht raus, du wirst rausgehen, schaust nur den rein, ich hat eine gescheite Steigerung gesehen vom ersten Kampf zum zweiten. Hat sich richtig entwickelt. Ja, im Angriff sehr stark. Ein bisschen besser verteidigen muss Nikola noch. Muss man mit. Komm her, mein Bruder. Die erste Runde von Marin war auch gut. Marin war die erste Runde cool, ja. Hat voll Auftritt. Kick. Von Marin hier. Harter Low-Kick von Marin. Half-Kick schon fast. Ja, jetzt kassiert er gerade. Ilja kommt durch mit einer Links-Rechts-Kombination. Marin ist Gegner Delia. Ich muss schon sagen, ich habe schon Respekt vor ihm, weil er hat in der ersten Runde viel eingesteckt und dann bis zur dritten Runde durchmarschiert. Ja. Der geht immer vor, der geht immer vor. Echt, echt. René, seine Jungs vom Nippo und Jim, echt Respekt, waren alle gut. Jetzt geil, gib nicht auf! Beide kämpfen es aber mit der Kondition. Die rote Ecke! Marin! Was ich auch so stark gefunden habe, ist Kasim. Weil Kasim einfach für den Kampf 30 Kilo abgenommen hat. Ja. Der hat hier trainiert und Martin sagt, hey, du kannst schon kämpfen und bist zu fett. Und er sagt, ja, okay, nimm 30 Kilo ab. Es ist unglaublich, wie er sich entwickelt hat innerhalb von einem Jahr. Er hat das auch eindeutig gezeigt im Ring, wie gut er ist, was er kann, wie schnell er lernt. Unglaublich, auch für sein Gewicht, wie gut technisch arbeiten kann, saubere Kicks, doch eine super Leistung gebracht. War auch kein leichter Gegner. Kasim war so Fußballprofi in der Türkei, verletzt, Corona, dick geworden, auf einmal macht er Thai-Boxen. Ja, Kasim lässt sich erst feiern. Hey, hey. Hey, hey.
Tarek war wahrscheinlich für mich der spannendste Kampf, weil es so hin und her gegangen ist. Der andere war stark. Der andere hat Druck gemacht, Tarek sehr viel auch im Rückwärtsgang gearbeitet, schön die Distanz gefunden, die Winkel gemacht und auch einfach eindeutig die Wirkungstreffer gebracht. Rückwärtsgang, ja. Hartes Knie zum Körper von Tarek. Die Leute, die von uns ihre Kämpfe gewonnen haben, es war kein einziger Kampf ein Mismatch. Es war alles super auf Augenhöhe für mich. Deswegen von allen Superleistung für die ersten Kämpfe. Und kein einziger, der aufgibt. Es war wirklich Schlägereien. Also. Wookie Rumble macht super viel Spaß, weil auch eben genau so viele Leute dabei sind, die ihre ersten, zweiten, dritten Kampf machen. Die haben immer voll das Feuer, voll die Action. Why do they talk like gangsters, but they don't move like gangsters? Why do they walk like gangsters, but they don't move like gangsters? Why do they act like gangsters, but they don't move like gangsters? Why do they rap like gangsters, but they don't move like gangsters? Chains don't change like it used to. Who runs the roost round here? The cooch gone clear. Got the heart from the bass to the snare, but the word is what's keeping them here. Word to my peers, the work don't stop till the top. Think it's resting, but we're not. I spread the message and it's love. I get the S and the P and the R from above. I see the restless with the keys and their palm for the bump. A bit of grinding up the herb is what I'm on. Shouts go out to mums. This one is the icy one. Go get the long job. Also, wir haben Dago Bandit nach seinem Kampf. Ja, was ist passiert? Mission? Mission erfüllt, Alter. Guter Abschluss für das Jahr. Kampf gewonnen, seinen Fuß kaputt gemacht. Ja, also in meinen Augen habe ich halt die erste und die dritte Runde gewonnen. Die zweite kannst du ihm geben, da habe ich einen Kick, da gab es ein Missverständnis zwischen mir und der Hecke. Er hat was anderes gemeint, ich habe was anderes gemacht und bah, ein Fehler, Alter, und der Typ hat sich sofort den Rücken geschnappt. Und ja, aber ich habe gesagt, erst du wirkst mir nicht, Alter. Das war leider echt, ich glaube, die letzten drei Fights hat er alle mit Renegade Choke beendet. Hab dann einfach 2,5 Minuten die Hände so gehalten, Alter. Ja, und die dritte Runde sein Bein kaputt gemacht. Fertig. Ja. Darko war der Underdog, obwohl er in seiner Heimatstadt war. Ja, Beltran war der Favorit. Wenn du den Kampf anschaust, denkst du, hey, ich hätte auch mehr machen können. Von außen sieht es halt immer anders aus, aber der Typ ist einfach ein Fuchs. Alter. Ich habe auch gesehen, wie er gekämpft hat in den letzten Fights. Der wartet an der Ecke immer, schießt Knie, Kicks, Abkicks raus. Und wenn du deinen Takedown machst und ein schlechtes Timing. Gegen den Brasilianer ist so passiert. Ich habe geshootet, aber ein Knie des Todes gefressen, Alter, dass nichts passiert ist. Gott sei Dank. Es war 80% Stand, also es war viel im Striking. Es gab einige Schlagabtausche, aber Darko hat sehr gut aus seiner Distanz gemanagt, hat auch gut entschieden, gute Reaktionen gehabt und auch, hat auch sehr gut aus der Ecke gehört. Ich habe auch meine Ecke gut gehört, ich habe die gegnerische Ecke gehört, dass er im Urf gesagt hat, one, ich weiß nicht mehr, was one war, aber es war ein Kommando, dass er was macht, left high kick, knee. Da denkst du, okay, jetzt shoote ich nicht, jetzt gehe ich nicht Vollgas rein. Der Typ ist auch ein Kopf größer als ich, der hat auch mehr Reichweite. Was mir aufgefallen ist, du hast ja den Gegner ziemlich studiert. Ja, schon. Ziemlich hart studiert. Und man hat es auch im Livestream ein bisschen gesehen, dass du sehr oft Sachen angesagt hast, was der Gegner machen wird. Und das ist immer eintroffen. Nice, er ist da. Achtung, er hängt vorne. Ja, ist gesehen. Gut gesehen. Bein ist frei, Darko. Bein ist frei. Danke. Er hängt. Achtung, da kommt was. Gut. Gut gesehen. Ja, schön. Hinterhaken zum Kopf. Ja, frei. Hausübungen ist alles, Mann. Hausübungen ist alles. Ja, im Nachhinein immer kann man sagen, hey, das hätte man besser machen können. Aber dort in dem Moment das Gefühl, in der letzten Runde, in den letzten 10 Minuten,
10 Sekunden explodiert, auf einmal gesprungenes Knie, Kick, zwei Knie, gibt alles von wo. Das hat mich so überrascht, weil ich dachte, hey, jetzt ist der Kampf vorbei und das war's und auf einmal kommt so etwas. Das heißt, man kann echt nicht wissen. Mit diesem Kampf wissen wir alle ganz einfach, wo wir stehen, Markus. Vom Wissensstand, von der Exekution, vom Teamwork, das war wirklich eine wirklich geile Erfahrung. Ja. Das Geilste ist, wir sind im Hotel und der Schober fragt, hey, der hat mir einfach in die Eier getreten in der dritten Runde. Wir dachten und der Schober so, hey, was mit Absicht oder nicht? Ich sag, of course. Sagt er, mein Leg, was fuckt er? Also wirklich, der Typ, egal wie dreckig er gekämpft hat, ich habe so viel von ihm gelernt, wie der Typ das Regelwerk benutzt, um zu gewinnen oder davon zu kommen. Also wann hast du die Möglichkeit, also für mich als Wettkämpfer ist es echt einfach eine geile Sache, gegen solche Leute in Cage zu stehen. Wann hast du die Gelegenheit, gegen solche Leute zu kämpfen? Das ist mega. Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know, but I'ma get it. 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 I just know that I'ma get it. 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 Dann wünsche ich euch allen eine frohe Weihnachten, gell? Und einen guten Rutsch. Euer Taco. Geh mal, geh mal Burger King. Geh mal Burger King.